im vorangehenden Meeting ist mir Sünde Nummer 2 wieder widerfahren. Also ich habe die wieder begangen, nach mehrmaligem Wiederholen. Nicht nur mir passiert das, nein, auch vielen Unternehmen passieren Sünden im Umgang mit Microsoft Teams. Und wir sehen sehr, sehr viele davon. Wie gesagt, ich begehe auch die eine oder andere davon. Und darum habe ich heute einen Beitrag gemacht mit 11 wichtigen Sünden, die man kennen muss für Microsoft Teams. Und ich habe immer auch eine kleine Empfehlung mitgebracht, wie ich diese Sünde vermeiden würde. Wir haben alles dabei, vom kleinen Patzer bis zur strategischen, kompletten Fehlüberlegung. Und insbesondere auch Sünde Nummer 10 hat es in sich, denn die holt einem erst ganz am Schluss wieder ein. Also es lohnt sich, bis zum Schluss dran zu bleiben. Sünde Nummer 1 begehe ich echt täglich. Es ist wirklich eine große Gefahr, den Feed inkonsequent zu nutzen. Der Activity Feed, das ist das oben links, das ist das, was mit einer roten Zahl darstellt, was genau in Teams mich angeht. Also Dinge, zum Beispiel Nachrichten, die an mich gerichtet sind, die erscheinen im Activity Feed oben und ich kriege da diese Notifikation. Aber die Gefahr ist eben groß, dass ich kurz unterwegs zum Beispiel auf den Activity Feed klicke und diese Nachricht als gelesen tangiert wird und dann verliere ich diese Nachricht, die geht mir unter, ich vergesse die und das ist natürlich sehr, sehr unschön. Und darum ist es so wichtig, dass wir diesen Feed konsequent blockweise abarbeiten. Zum Beispiel morgens, mittags und abends oder einen anderen Rhythmus. Aber wenn ich dran bin, dann muss ich den wirklich von A bis Z durcharbeiten und die Aktivitäten ableiten, die To-Dos da rausziehen, idealerweise in mein eigenes To-Do-Management und so weiter und so fort. Also das ist eine wichtige Empfehlung. Sünde Nummer 2, mit Chat-Nachrichten ablenken. Mein Sohn ist in der 5. Primarklasse. Er hat auch Teams und glaubt mir, er chattet fürs Leben gerne. Und genauso geht es uns im Arbeitsleben. Auch wir stellen fest, ich selbst auch, wir chatten gerne mit den Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist eine große Gefahr und eben auch eine Sünde, denn jede Chatnachricht hat die Eigenschaft, dass sie das Gegenüber typischerweise aus der Arbeit rausreißt und eben ablenkt. Und das ist wichtig, dass man das weiß, weil das ist ein wesentlicher Effizienzkiller. Darum sollte man die Chatnachrichten regeln. Ich empfehle euch, im Unternehmen eine Haltung zu entwickeln, für was eben Chat genutzt wird. Idealerweise ist das für Dringendes, was zum Beispiel nicht in einem Beitrag Platz hat. Das wäre zum Beispiel die Regel bei uns. Es kann eine andere Regel sein. Wichtig ist einfach, dass ihr klar macht, dass dieser Chat nicht übernutzt wird. Ansonsten läuft ihr eben in die Gefahr, dass man die Effizienz verliert. Und zweitens, ich empfehle euch für euch selbst, euch immer wieder vor den Chats zu schützen, indem ihr zum Beispiel euren Status auf nicht stören setzt. Wenn ihr eine konzentrierte Arbeit macht, dann kommen nämlich diese Chats nicht durch und werden nicht unten rechts in eurem Bildschirm angezeigt. Sünde Nummer 3, Teams-Beiträge werden nicht genutzt. Im Vergleich zum Chat werden traditionellerweise die Teams-Beiträge nicht so stark genutzt, wie gesagt, zum Beispiel Chat. Normalerweise arbeiten die Leute immer noch per E-Mail, per interner Kommunikation, obwohl Teams da ist, obwohl man Beiträge nutzen könnte. Und diese Beiträge, die haben wirklich einen klaren Mehrwert zu der alten siloartigen Kommunikation. Es ist nämlich verfügbar für die Leute, die das Team, quasi die Teil dieses Teams sind, die können zugreifen auf diese Beiträge, die können sie durchsuchen. Wenn jemand Neues dazukommt, hat diese Person die Historie des gesamten Teams. Das alles sind wesentliche Vorteile und darum ist es wichtig, dass wir die übergewichten. Aber natürlich gibt es auch Sünden in der Nutzung von Teams-Beiträgen. Zum Beispiel, wenn man die in den falschen Kanal platziert oder wenn man keinen Betreff macht, eine ganz wichtige Sache, dass es übersichtlicher bleibt. Oder aber eben auch, wenn man niemanden notifiziert mit einem kleinen Ad, zum Beispiel Milena, bitte bemerke das, das und das. Wenn du dich vertiefen willst in diese Teams-Beiträge, dann empfehle ich dir, unseren Blogbeitrag zu lesen. Ich habe dir den unter diesem Video verlinkt. Da kannst du viel, viel mehr Informationen herauslesen. Sünde Nummer 4, die Ordnerstruktur, die wir aus Explorer kennen, in Teams abbilden. Diese Sünde passiert fast allen Unternehmen, die ihre Daten vom Explorer in Teams bringen wollen und die dann ein Team eröffnen und x Kanäle eröffnen, nur weil sie eben in ihrer Ordnerstruktur auch diese Unterordner haben. Und das mündet typischerweise in einem Overengineering, in einer zu komplizierten Teamstruktur. Das würde ich vermeiden.
Es ist viel, viel besser, klein zu starten. Es ist viel, viel besser, mit vielleicht einem, zwei oder maximum drei Kanälen zu starten und dann zu schauen, ob einem etwas fehlt und man dann vielleicht im Nachgang noch anbauen kann. Das ist eine so große Sünde, dass wir die wirklich auch in einem eigenen Video verarbeitet haben, diese Teamstruktur. Das verlinke ich euch hier oben, um euch die Chance zu geben, sich da zu vertiefen. Ich glaube, es lohnt sich. Sünde Nummer 5, Angst vor zu vielen Teams haben. Leute, die vielleicht mehr als 10, 20, 30 Teams in ihrem Cockpit haben, haben oft das Gefühl, dass sie überflutet werden. Und das kommt davon, dass sie in jedem Team den Anspruch haben, auf dem aktuellen Stand zu sein, dass sie überall die Beiträge nachgelesen haben, dass sie immer à jour sind. Und das ist eben eine Fehleinschätzung, das ist eine Sünde. Es geht darum, dass wir selektiv die Dinge lesen, die eben an uns adressiert sind, und alles andere können wir getrost beiseite lassen. Denn dann ist es eben auch so, dass es ohne Probleme 20, 30, 40, vielleicht 100 Teams in meinem Cockpit haben kann, ohne dass mich das stört. Die Sünde Nummer 6 ist, die Kamera in Online-Meetings auszuschalten. Was ganz einfach ist, aber ein totales No-Go. Man muss die Kamera immer eingeschaltet lassen. Man kreiert eine bessere Atmosphäre im Online-Meeting. Man kreiert Nähe und es ist authentischer. Also keine Angst, auch wenn man vielleicht mal nicht so gut geschlafen hat. Die Kamera ist immer an. Sünde Nummer 7. In Online-Meetings ohne Headset zu telefonieren, sieht man nicht mehr ganz so oft wie ganz zu Beginn der Teams-Ära, aber es lohnt sich, in ein gutes Headset zu investieren, dass ihr da eine super Tonqualität sowohl für euch als auch im Mikrofon für euer Gegenüber habt. Sünde Nummer 8. Tasks in Teams nicht nutzen. Tasks in Teams ist eine echt nützliche Applikation. Es geht nämlich darum, dass wir auf einen Blick die Aufgaben, die in den verschiedenen Teams entstehen, via Planner, dass wir die zusammengezogen aus unserer Optik auf einen Blick sehen. Und das ist eben sehr, sehr nützlich. Wer das nicht nutzt, der verpasst meiner Meinung nach etwas. Sünde Nummer 9. Die Daten nicht in Teams speichern. Es gibt viele Unternehmen, die Teams als Kommunikationsplattform nutzen, die Online-Meetings machen, vielleicht hin und her chatten, aber ihre Daten nach wie vor im alten Explorer speichern. Das ist eine Sünde meiner Meinung nach. Ich empfehle allen, ihre Office-Produktivitätsdaten, das heißt Excel, Word, PowerPoint und so weiter, auf Teams zu überführen. Das kommt dann unter den Technikern auf SharePoint zu liegen, ist aber verfügbar über Teams. Und das gibt Superkräfte für unsere Zusammenarbeit in den Dokumenten. Und das ist eben wichtig. Und wer sich da vertiefen will, auch da haben wir einen guten Blogbeitrag, um die Superpower von SharePoint zu beschreiben. Hier unten verlinke ich euch das. Sünde Nummer 10, sich kein Gedanke über die Datenarchivierung in Teams machen. Diese Sünde holt einem immer ein, aber typischerweise erst nach ein, zwei oder vielleicht auch drei Jahren. Es ist nämlich so, dass Teams sehr oft ein Ablaufdatum haben. Zum Beispiel ein Projekt ist die prominenteste Art davon. Das hat ein Ablaufdatum, das ist irgendwann zu Ende, und dann ist es eben wichtig, dass wir zu Beginn schon einen Prozess definiert haben, wie wir diese Teams wieder abbauen, wie wir die archivieren und wie wir quasi diese Dinge wieder aufräumen. Denn sonst passiert Folgendes: Wir haben ein Teams mit unheimlich vielen Leichen, das wird unübersichtlich, das wird für die Leute eher erschwerend, und darum empfehle ich allen, zu Beginn den Lifecycle zu klären und typischerweise oder idealerweise auch technisch zu unterstützen. Sünde Nummer 11. Teams ohne Coachings nutzen. Man darf es nicht unterschätzen. Teams ist nicht einfach das nächste Word, das man einfügt. Nein, typischerweise will man damit auch die Arbeitstechnik umstellen, will man damit auch die ganze, vielleicht auch Kultur etwas modernisieren, und das ist eine wesentliche Veränderung. Die Menschen sind sich typischerweise eben nicht so gewohnt, dass sie alles auf eine Plattform stellen, dass sie ihre Beiträge, ihre Dokumente und so weiter in Rohfassung bereitstellen. Das ist wirklich Coaching-intensiv und darum lohnt es sich, da zu investieren. Jetzt bin ich aber gespannt, welche Sünde du hauptsächlich begehst von diesen 11 oder vielleicht auch andere Sünden. Hinterlass mir doch diesen Kommentar, das würde mich sehr, sehr freuen. Da können wir ein bisschen darüber diskutieren. Und ich empfehle dir, diesen Kanal zu abonnieren, dann verpasst du kein Video in Zukunft. Ich freue mich drauf. Bis dann.